Guten Morgen. Guten Morgen. Hier, bitteschön, ein Apfel. Und dankeschön, wieder ein Apfel. Hallo. Sitz auf eure Platze, wir nehmen uns die Hausaufgaben an. Welche scheiße Hausaufgabe? Oh, typisch. Was sagst du? Oh. Bastian, was geht hier vor? Das hast er ehrlich verdient. Bastian, komm jetzt zur Tafel. Was ist los? Meine Lehrerin! Nein. Es handelt sich um eine Lehrerin. Sie ist 26 Jahre alt, ja? Und ist mysteriös weiß ermordet worden. Wir haben zwei Zeugen, sie warten im Klassenzimmer. Super gute Arbeit! Was ist heute Morgen deiner Sicht passiert? Wie gehabt, habe meiner Lehrerin einen Apfel gegeben. Ich saß auf meinem Stuhl und plötzlich ging das Licht auf. Und mehr kann ich nicht erinnern. Es war ein normaler Morgen wie immer. Ich hatte bloß ein kleines Streit mit Günther. Streit? Ja, aber es war nichts Besonderes. Er war mit meiner Note unzufrieden. Aber ich glaube, dass sein Preis sehr gut ist. Okay. Aber du bist trotzdem neben der Lehrerin gestanden. Als ich da. Hast du nicht etwas Verdächtiges gehört? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur ein Schmerzen gehört. Okay. Hast du etwas hinzuzufügen? Nein. Okay, vielen Dank für den Idee. Es kann nur der Bastian sein. Er muss sein. Nein. Bastian hat kein Motiv. Aber er ist ein Strolch. Wer sonst könnte es sein? Denk nach, Watson. Denk nach! Puh. Er ist vergiftet. Es kann unter sein. Verdammt! Woher wussten Sie, dass Günther der Mörder ist? Oh, Watson. Das ist sehr einfach. Es könnte nicht der anderen Schüler sein, der der Abstand zu Lehrerinnen zu groß war. Es könnte auch nicht der Tyrann es sein, der es ein keine Hinweise auf körperliche Gewalt gab und zwei, da er kein Motiv hatte. Daher wusste ich, dass es Günther war. Er hatte eine schlechte Note und ist klug genug, einen Apfel zu vergiften. Der einzige Weg, sie zu vergiften, war das Trinken oder das Essen. Günther hatte einen Apfel der Lehrerin gegeben und als Bastian sagte, er hörte Schmerzen, wusste ich sofort, dass er vergiftet wurde. Also, Günther ist der Mörder.